Ich stelle euch Padlet vor, eine Online-Pinnwand. Um auf die Seite zu kommen, gebt ihr in eurem Browser www.padlet.com ein. Es ist die einfachste Möglichkeit, der Welt zusammenzuarbeiten. Da die Seite häufig weiterentwickelt wird, kann sich das Layout ändern. Ich werde es heute nutzen, um ein Sommerfest vorzubereiten. Um dieses Tool zu nutzen, müsst ihr euch registrieren. Es besteht die Möglichkeit, dass ihr euch über Google, Facebook oder E-Mail registriert. Ich melde mich jetzt über E-Mail an. Oh, bin ich schön? Na klar. Die Roboterfrage wird für euch ja kein Problem sein. 55 Sekunden, die Zeit könnt ihr euch gerne nehmen, sodass euer Account besser auf euch zugeschnitten ist. Ich überspringe mal. Oh, schön, ich bin fertig. Hier komme ich auf meine Startseite. Hier kann ich für das kommende Sommerfest ein Padlet erstellen. Es gibt sogar 5 verschiedene Layouts zur Auswahl, für die ich mich jetzt entscheiden kann. Segeltuch? Was ist das denn? Das sieht gut aus. Bei diesem Layout kann man sich auf andere Argumente mit Pfeilen beziehen, aber für das Sommerfest scheint es mir nicht geeignet zu sein. Dann gehe ich nochmal zurück. Das Regal sieht strukturierter aus. Das nehme ich. Meine Pinnwand hat aber keine schöne Tapete. Hier unter More suche ich mir eine neue Tapete aus. Das passt gut zu dem Sommerfest. Hier könnt ihr noch den Titel ändern und eine Beschreibung hinzufügen. Beim nach unten scrollen findet ihr weitere Einstellungen. Ich stelle hier beispielsweise ein, dass Zuschauer Beiträge kommentieren dürfen. Ich gehe weiter zum nächsten Schritt. Bei der Privatsphäre lasse ich es auf Secret eingestellt, sodass ich den Link den Jugendlichen zukommen lassen kann. Die Jugendlichen sollen alle Beiträge bearbeiten können, aber das Padlet nicht ändern oder löschen. Wenn ihr dies aktiviert, muss der Administrator immer den Beiträgen der Jugendlichen zustimmen, bevor sie für alle auf der Pinnwand ersichtlich sind. Nun bin ich fertig. Jetzt kann ich meine Pinnwand gestalten. Jetzt erstelle ich die einzelnen Spalten, um besser koordinieren zu können. Essen, Trinken, Musik, Schichtplan und vielleicht noch die Programmpunkte. Ich glaube, es ist am besten, wenn ich jetzt ein paar Jugendliche einlade. Wer den Link bekommt, muss sich nicht anmelden. Vielleicht kommen schon tolle Ideen. Ich würde mich freuen, wenn es selbst gebackenen Kuchen gibt. Oh, Olaf hat sich gemeldet. Er möchte Cola. Ich füge noch Smoothies hinzu. Ich muss jetzt unbedingt noch einstellen, dass die einzelnen Ideen auch kommentiert werden können. Hier kann ich es erlauben. Ich merke schon, es wäre praktisch, wenn jeder einfach abstimmen könnte. Das kann ich ja auch noch einstellen. Nur auf Reactions und dann auf Vote. Jetzt können die Jugendlichen ihren Ideen freien Lauf lassen. Dies ist eine andere Art, sie zu beteiligen. Viel Spaß dabei!